Hier ist es so, dass jeder, der auch nur Fragen stellt, sofort mit dem Knüppel des Verschwörungstheoretikers bearbeitet wird. Und neulich habe ich gelesen, dass sogar dieser Begriff Verschwörungstheorie, dieses sogenannte Schimpfwort, sogar auch von der CIA konstruiert worden ist. Die haben sich wahnsinnige Gedanken darüber gemacht, wie sie diese skeptische amerikanische, aber auch Welteinstellung zum Mord von Kennedy, wo die 70-80-90% der Amerikaner nicht glauben, dass es nur dieser Lee Harvey Oswald gewesen ist. Inzwischen weiß man, dass aus unendlich vielen Gründen, dass es nicht gewesen sein kann. Umso dramatischer ist natürlich dieser Hintergrund. Und um diese Fragestellung kaputt zu machen, wird jeder als Conspiracy Theorist, als Spinner, als richtiger Spinner, als Nut dargestellt und fertig gemacht, und kein Journalist, der sich dieser Aufgabe widmet, die eigentlich seine eigentliche Aufgabe wäre, wenn wir eine Demokratie hätten, die so wertvoll wäre, dass wirklich die Presse ihrer Aufgabe nachkommen würde, passiert das eben nicht. Und dieser Journalist in Amerika sagt, man macht Career Suicide, macht ein Karriere-Selbstmord, wenn er diese Thematik aufgreift. Und das haben wir leider Gottes in der Bundesrepublik, was ich nie für möglich gehalten hätte, dass das vom Spiegel über Stern, was auch immer, unisono so gehandhabt wird wie jetzt und im Grunde genommen nur über Minderheiten, die Gott sei Dank hier versammelt sind unter Umständen, Dinge letztlich in die Tiefe des Volks dringen können, aber nicht über die eigentlichen dazu berufenen Vertreter der Medienlandschaft.